Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte gerne, wenn ihr mir ein bisschen Blick nach vorne gebt, ist noch besser. Kollege, guten Morgen. Ich möchte gerne eröffnen die 34. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und darf die Beschlussfähigkeit feststellen. Wir haben kräftig vorgearbeitet, denn erledigt sind die Tagesordnungspunkte 1 bis 5. Und bitte? Ich habe es nicht verstanden. Nee, also wenn wir mehr gehabt hätten, hätten wir auch noch mehr gemacht. Also das ist ja auch klar, Kollege Rudolph. So ist das. Also was auch dafür spricht, dass wir in den PG-Runden möglicherweise uns noch mehr vornehmen müssen für die Dienstage. Aber wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Wir werden das wie immer in großer Freundschaft und unendlicher Gelassenheit gestalten. Heute tagen wir voraussichtlich bis 19 Uhr. Im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen werden wir mit dem Top 19 fortfahren. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen betreffend Weidetierprämie 2020 einführen. Hessen unterstützt Schaf- und Ziegenhalter mit eigenem Programm. Drucksache 20/2357. Es folgt dann eine Mittagspause und Top 21, das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Bildungssprache Deutsch als Beitrag für bessere Chancen, Drucksache 20/2359. Und heute fehlen entschuldigt der Abg. Michael Boddenberg, der Abg. Markus Bocklert, der Abg. Karl-Hermann Bolldorf und ab 11.30 Uhr, was wir besonders bedauern, Frau Ministerin Puttrich. All denjenigen, die krank sind, wünschen wir von hier aus die besten Wünsche und gute Besserung. Und insoweit sind wir heute, glaube ich, ganz kurz und knapp durch mit den amtlichen Mitteilungen.